Willkommen zusammen zu einer neuen Folge des Island Flight Simulators. Das Ganze befindet sich noch in der Beta-Version. Und ja, wir sind im Moment damit beschäftigt, das Ganze halbwegs vernünftig zu schaffen. Wobei ich gerade merke, dass wir ein bisschen sehr falsch fahren. So in die Richtung wäre schon ganz gut. Und ich will nicht zu hoch fliegen, weil sonst haben wir gleich wieder diese Landeprobleme. Und das wäre sehr schlecht. Kurz nochmal schauen, ob wir... Ja, jetzt sind wir ganz gut. Es kommt einem so vor, als wäre man... Das ist interessant, ne? Man ist... Hier ist nichts. Also so kommt einem das vor. Wir können auch mal die Perspektive wechseln. Das ist ja Betrug. Der dreht sich ja gar nicht so schnell. Das ist aber nichts für Epileptiker, dieses Spiel. Du kriegst ja... Und hier... Ach du Scheiße. Naja, ist wie gesagt noch eine Beta. Fahren wir überhaupt? Beziehungsweise fliegen wir überhaupt? Ich wollte eigentlich mal wieder runter. Damit man mal wieder ein bisschen was sieht. Weil sonst ist mir das echt ein bisschen zu langweilig. Ja, also ihr seht schon, also ich finde das Spiel ist ganz nett so für zwischendurch, wenn man mal einfach ein bisschen entspannen will. Und sowas ist jetzt kein AAA-Titel und hat auch irgendwie nicht so den enormen Suchtfaktor oder sowas, aber auf jeden Fall ganz nett. Also, finde ich. Jetzt sind wir ein bisschen zu weit gefahren. Irgendwie in die Richtung müssen wir. Man verliert auch total die Orientierung so, ne? Ah, jetzt sieht man es ja schon. Jetzt gehen wir schon ein bisschen... Jetzt bremsen wir schon mal ein bisschen ab. Und dann kriegen wir das auch diese Folge, glaube ich, ganz gut hin. Man sieht halt echt kaum was. Echt jetzt. Ist das denn die richtige? Ja. Es kommt noch erschwerend hinzu. Da. Jetzt sieht man sie. Oh, jetzt sind wir aber echt... So, und jetzt. Ich bremse. Ah, was ist das denn? Ich hab gebremst. Nee. Wie kann das sein? Ah, schon wieder neu starten. Nein. Es darf nicht wahr sein. Das habe ich alles... Das war so eine schöne Landung. Mann, ey. Da könnte ich ausrasten. Mache ich auch. Ich raste auch aus. So.
Jetzt fliege ich aber mal ziemlich direkt darauf zu. Nehmen wir mal ein bisschen mehr Höhe. Und so. Und dann schauen wir mal, ob wir das so halbwegs hinbekommen. Ich hoffe jetzt einfach mal. Jetzt habe ich in den letzten Folgen schon so meine Unfähigkeit bewiesen. Das ist echt traurig, ist das doch. So. Ja, hier müssen wir eigentlich jetzt einfach nur geradeaus, bis wir das entsprechende Symbol auf der Minimap sehen, das uns verrät, jetzt müssen wir runter vom Gas und eine schöne Landung hinlegen. Das Problem ist halt auch, dass da so Berge sind vor der Landebahn. Ich weiß nicht ganz, wie man es schaffen soll. Aber gut. Wahrscheinlich muss man den Motor so gut wie komplett ausschalten. Aber ich habe gebremst. Mensch. Nee, da drehe ich mich. Das riecht mich jetzt auf. Ach, das sind ja sogar Schiffe. Schiffe. Noch absolut korrekte Richtung. Düm, düm, düm. Was gibt es da eigentlich so für Inseln? Das muss ich mal gerade kurz. Kanaka Island. Oh, oh, oh. Da wird sich aber, also mindestens ein Let's Player wird sich aus dem Kanaka Island einen, ja, sag ich mal, größeren Spaß machen. Ich glaube auch nicht, dass das besonders korrekt ist. Also das ist sehr unglücklich sogar. Das hätte ich nicht unbedingt reingebracht, glaube ich, das Kanaka Island. Naja, jeder wie er will, ne? So. Da sind die Turbulenzen durch die Winde. Sind wir schon noch richtig, ne? Ja. Genau, und gleich biegen wir dann ein bisschen ein. Zeigt uns der Pfeil eigentlich schon, wo wir hin müssen? Vermutlich, ne? Aber ich wollte hier extra ein bisschen größer ausholen, weil sonst kommen wieder Probleme. So, da sieht man schon. Also erstmal komplett. Ah ne, ich mach das mal lieber mit der Tasten, mit den Tasten. Sonst endet das auch wieder in einem Desaster. Dann gehen wir mal von dem Gas schon mal runter. So. So. So, und jetzt kommt aber die gute Landung. Also wenn es jetzt nicht klappt, dann weiß ich auch nicht. Hoppala. Nein! 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 Warum? Warum? Wie kann das sein? Wie kann das sein? Also irgendwie... Hä? Also ich hab's schon mal geschafft, muss man dazu sagen. Ich glaube, es war sogar exakt die Insel.
Also. Ich verstehe es nicht. So, nun gucken wir mal, wie wir nur da hinkommen. Nee. Es muss doch irgendwie möglich sein. Das kann doch nicht sein, dass man da so lange für braucht. Nee. Das geht nicht. Das ist falsch. Das Spiel ist falsch. Ganz klar. Aber das wundert mich echt. Ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe. Also, wahrscheinlich habe ich zu schnell den Motor nicht runter. Aber dann, die Landebahnen sind auch total kurz hier irgendwie, ne? Kann das sein? Ja, das kann sein. Ich bin eigentlich mal dafür, dass ich mal einen Shopping Hall mache. Fällt mir gerade einfach mal so by the way ein. Das wäre sicherlich sehr, sehr lustig. Auch für den einen oder anderen von euch. Und ich hätte sowieso meinen Spaß. Hey Leute, ich war shoppen. Fashion Week Tim und so. Ihr wisst, was ich meine. Also. Jetzt weiterfliegen lassen. Wo bin ich denn? Bin ich gerade auf dem Lieferung-Dings? Ah, wird sich zeigen. Das Problem ist halt auch, ich habe mein Flugzeug noch nicht perfekt unter Kontrolle. So, in diesem Dings warte ich jetzt einfach mal, bis ich die Landebahn erreicht habe. Wir können aber schon mal ein bisschen niedriger wieder werden. Oh, jetzt kommt langsam Spannung auf. Jetzt muss ich's packen. Glücklicherweise transportiere ich ja keine Leute, ne? Also glaube ich. So. Dann mal schauen. Ah, da ist die Dings. Dann biegen wir mal ein.